Boss Time in Demon's Souls. Liebe Leute, wir ziehen gegen den Turmritter in die Schlacht. Und ja, schauen wir mal, ob wir den schaffen. Ich war schon ein, zwei Mal drin, hab den schon ein bisschen probiert, wie da die Taktik und so läuft. Aber jetzt werden wir schauen, vielleicht legen wir den jetzt auch mal. Wir schauen einfach mal. Ich habe schon ein bisschen Taktik überlegt. Wir schauen einfach mal rein. Ich bin natürlich da ein bisschen ruhiger, weil ich da konzentriert bin in dem Kampf. Und genau, wir hoffen mal das Beste. Gut, Leute, ich würde sagen, wir starten.
Und damit ist der Ritter Geschichte, Leute. Er hat ganz schön rumgemuckt, aber ja, zum Schluss das mit den Fallen ein bisschen probiert. Da ging es eigentlich relativ geil dann. Und bei da hinten habe ich überhaupt nicht mehr anvisieren können. Das wäre echt ein bisschen strange, muss ich sagen. Aber er liegt dafür 10.200 Seelen, sehr schön. Und wir haben auch die Extra-Trophäe bekommen. Einer muss fallen. Das hatte ich zufällig mal im Internet gelesen. Da dürfte halt hier kein Gegner sterben davor. Und ja, deswegen hatte ich da schon ein, zwei Versuche gehabt, um zu probieren, wie es jetzt funktioniert. Jetzt schauen wir noch, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Das Bildmachgerät an, Leute. So. Dass so lange dauert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, ich habe es ja so schon mal probiert gehabt und es ging relativ gut. Bloß die Bogenschütze hat mir ein bisschen Probleme gemacht. Deswegen habe ich mir das jetzt ausgedacht gehabt, dass ich die irgendwie runterschmeißen. Und ich muss sagen, hat ganz gut funktioniert. Ja, hier ist jetzt aber nichts mehr zum Einsammeln. Ich würde sagen, dann gehen wir zu dem Leuchtfeuer. Zweiter Boss down. Kehlstein berühren. Oder Keilstein. Eiserne Dämonenseele. Gut, Leute, das mit dem Drachen hier drüben, habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt, dass hier keiner mehr rumfliegt. Den habe ich übrigens auch ganz leicht erledigen können. Ich packe euch den Link da in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr da mal reingucken, wenn ihr wollt. So, mal schauen, wo es hier weitergeht. Dass das der nächste Boss ist. Ah, ich werde lieber mal zum Nexus reisen. Okay. Haben wir gleich mal ein bisschen skillen. Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder? Dann so. Oder warte mal. Ich erwarte eure Rückkehr. Was haben wir jetzt alles? Seele eines unbekannten Helden. Genau, die werden wir jetzt aber noch nicht benutzen. Die packen wir dann später in die Kiste, weil ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen für irgendwelche Waffen oder so. Bittet ihr um eine Lektion in Magie? Und die hatte so schöne Sachen hier. Verstärkt die Waffe in der rechten Hand. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Komm, wir nehmen das mal. Geht vorsichtig damit um. Normalerweise. So, und dann haben wir uns hier noch ein, zwei Level rein. Seele des Geistes, Schlüssel des und zwar in Vitalität wollte ich gerne noch. Seele der Verlorenen, aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt gab. Seid ihr fertig? Möge eure. Ich kann euch Waffen schmieden. Und gibt eure Seelen immer aus, Leute. Mache ich immer ganz gerne. Brauchen wir nicht. Warte mal.
Okay, das können wir uns aktuell nicht leisten. Also schlecht sieht es, glaube ich, noch gar nicht aus. Hallo, ich passe gut auf eure Sachen. Lager verwalten. Den lagern wir. Das lagern wir auch mal. Okay, was haben wir hier noch? Das können wir nicht. Genau. Stachelschild. So haben wir jetzt eigentlich nichts. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon nehmen können. Müssen wir dann mal schauen. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch. 10,5 ist es schon. Aber es wäre natürlich schon ein bisschen, ja, besser. Komm, wir behalten die jetzt mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Da geht es dann auch nach dem Turmritter weiter. Da gehen wir durch die Nebelwand durch. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Alles gern gesehen, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.